Fünf Zeichen, dass du eine schwache Produktvision hast. Das erste Zeichen. Man erkennt nicht die klare Linie, die Punkte mit, wie sie miteinander verbunden sind. Vielleicht sagt die Vision, wir werden das beste Produkt in unserer Kategorie sein. Yay, super. Aber wenn keiner versteht, wie und warum, dann glauben sie nicht daran. Speziell wenn euer Produkt eigentlich gar nicht so gut ist verglichen zu den anderen, dann ist es auch eher unrealistisch, unglaubwürdig. Ist auch eine Schwäche. Die Frage ist oft, wie erreichen wir diese Veränderung? Wie können wir besser werden wie die Konkurrenz? Warum und wie erreichen wir, dass die Kunden wirklich unser Produkt in der Zukunft lieben? Das ist die große Frage. Und letztendlich sind das die Punkte, die wir miteinander verbinden müssen.